Hey yo, was geht ab, meine Freunde? Patrick hier am Start zusammen mit dem Mitty. Was? Oh mein Gott. Ja. Sehr schön. Hey yo, was geht ab, meine Freunde? Patrick hier am Start zusammen mit Mitty. Yo, was geht ab? Ja, und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf PAPTV. Und heute haben wir was Besonderes für euch. Die Saison ist zwar vorbei, aber wir wollen nochmal einen Blick zurückwerfen auf unsere schönsten Tore. Und da seid ihr gefragt, liebe Leute. Mitty, wie funktioniert das Ganze? Ja, und zwar haben wir euch 10 Tore zusammengestellt und haben diesen Toren verschiedene Buchstaben gegeben. Ihr seid jetzt gefragt, welches Tor ist eurer Meinung nach das schönste Tor der Saison? Also von der Buchholzer Zeit jetzt, von der Rückrunde. Und wir sind wirklich gespannt. Es waren einige Leckerbissen mit dabei. Und auch wichtige Tore, ne? Genau, das muss man auch immer wieder bedenken. Wir werden das auch gleich kommentieren und euch kurz erklären, was genau wie passiert ist. Aber noch wichtiger ist, Freunde, lasst an dieser Stelle nochmal ein Like da, wird uns sehr freuen. Vielleicht schaffen wir die 5000 Likes. Genauso könnt ihr, falls ihr es noch nicht getan habt, den Kanal kostenlos abonnieren und die Glocke aktivieren. Denn ihr habt vielleicht gemerkt, in den letzten Tagen kamen einige Videos. Falls ihr die nicht abgecheckt habt, könnt ihr natürlich auch nochmal da vorbeischauen. Und natürlich auch Instagram. Ganz, ganz wichtig bei Social Media. Da verpasst ihr nämlich gar nichts. Denn wo ihr das Video hier gerade seht, sind wir in Russland. Bei der WM. Also schaut in Instagram volles vorbei. Programm. Eingeblendet, Videobeschreibung. Da seht ihr alles in Instagram. Wenn ihr das Video jetzt hier schaut, in Deutschland wahrscheinlich, dann werft doch danach mal einen Blick auf Instagram und seht, was wir in Russland machen. Bei der WM. Genau, und jeder, der jetzt kommentiert mit einem Tor, mit einem Buchstaben, weil die Tore haben ja verschiedene Buchstaben, nimmt automatisch an einem Gewinnspiel teil. Also bleibt bis zum Ende dran, dann erfahrt ihr, was ihr gewinnen könnt. Und jetzt würde ich sagen, ab geht's. Let's go. So, wir springen rein in das erste Tor. Das ist vom Amateur A, dieser Freistoß hier. Eigentlich und Überraschung, dass der Amateur dabei ist. Ja, genau. Also, wenn ihr dieses Tor hier vom Amateur als schönstes findet, müsstet ihr jetzt A für Amateur kommentieren. Wie ihr am Gewinnspiel teilnehmen könnt, erfahrt ihr übrigens am Ende. Genau. Denn da werden wir einen Überraschungsfußballschuh verlosen. Genau. Und das hier war der Freistoß von Amateur gegen Alna. Das war unser Tor Nummer A. Ein schönes Tor. So. Dann mäht ihr hier Tor Nummer B. Ja, geht's weiter. Diesmal der Kasa. Der Ball kommt in die Mitte und landet beim Ammer. Diesmal ist er der Vorbereiter. Dann legt den Ball hier schön mit der Sohle ab und der Ammer. Ja, der Ammer, der Kasa grätscht rein. Nee, ist nicht immer der Ammer. Der ist nicht immer der Ammer, ist der Kasa. Ist der Kasa. War ein bisschen hier verwirrt. Wir sehen es nochmal. Schön mit der Grätsche und der Ball schlägt unhaltbar beim Tor ein, Freunde. Richtig schönes Tor gemacht, ja. An dieser Stelle. Und ja. Ammer diesmal als Vorbereiter. Genau, also ihr werdet den Ammer auch öfter sehen, deswegen ist es halt ganz wichtig, dass ihr die Buchstaben in die Kommentare schreibt. Hier seht ihr den Ammer nämlich schon wieder. Diesmal ist der Kasa der Vorbereiter. Schöner Pass auf Ammer. Das ist ein Mega-Lupfer, ja, ne? In den Winkel, Unterkante Latte reingetitscht. Also, ja, der Ammer freut sich da auch. Die Hände mit dem so schwachen Fuß, mit dem schwachen Fuß. Stimmt, der ist Linksfuß, ja. C für Ammer für dieses Tor hier. Und vielleicht hat der eine oder andere eine kreative Idee, was wir dem Gewinner, also von den Torschützen, schenken können. Kommentiert doch mal. Und dann ist das hier der Sebo. Das ist das Siegtor gewesen. Das war 90. Minute, ne? 5:4, kurz vor Schluss. Und wir lagen ein paar Mal hinten und Sebo nimmt den Sebo, geiles Tor. Trocken. D für Sebo, wenn er dieses Tor hier als Bestes empfindet. Und da freut er sich auch. Der hat schicke Schuhe. Ja, da meine Schuhe übrigens angehabt, genau. Ah, Ammer. Ammer schon wieder gestört. Nummer E. Ammer hier gegen Hangelahm in diesem Freistoß hier, wo ich gerade noch. Guter Assist von Patrick. Ja, schön sagen, in der die Mauer wegdrückt. Unwiderstehlich, Freunde. Und ja, der Spieler beschwert sich darauf zurecht, finde ich. Aber der Ball ist im so Tor. Punkten der, Ball der Junge. Und F. Im gleichen Spiel, Ammer. Ammer schon wieder und der Ball Siegtor kommt wieder, lang. Fast 90. Genau, langer Ball. Langer Ball und der nimmt ihn direkt und haut ihn einfach rein. Oben links rein, Freunde. Ja, also wir haben ja auf jeden Fall schicke Tore dabei. Und auch wichtige. Genau, so wie Rainer Kalm uns sagen würde, lecker Dörsche. Und F ist schon wieder der Ammer, Freunde. Und das war wieder mega wichtig, weil wir somit das Spiel kurz vor Schluss auch gewonnen haben. Genau. Und ja, dann wir springen haben wir jetzt zum Tor, da bin ich sogar als Feldspieler noch aktiv. Alpe! Und Unterkante Latte rein. Also G für Alpe. Guckt euch diese. Ah, das war schon. Das war lecker. Doch. Doch. Tutto bene. Das war echt gut. Würde Aldo sagen. Da jubelt auch hier der Alpi-Jubel, der geht so, Freunde. So geht der. Ja, und dann haben wir hier den Alpi wieder am Start. Spielt er auf dem Basti. Und ja, das ist Tor für. Hammer ist der Hammer. Hammer, was auch immer. Langer Ball von mir auch. Ja, nimmt er schön an. Auch wieder Siegtor, einer der letzten Minuten. Ja, also wobei das Führungstor in dem Moment. Ja, aber wir haben noch eins nachgelegt. Deswegen. Ja, dann habe ich sogar mal getroffen. Ja. aber das war nicht schön genug. Aber wie er es macht, richtig gut. Also, das war
Deswegen wichtig, hier ist nochmal Amma, deswegen wichtig die Buchstaben. Das ist I, Freunde. Genau. Das ist jetzt I. Und das wir haben Alpi diesmal als Vorbereiter wieder langer Ball, überragender Ball. Also ich glaube, One Touch. Ich glaube, ohne Witz, 60-70% von dem schönen Tor hier macht dieser Pass einfach genau, aus. Genau, weil einfach, also für Kreisliga. Sieht sogar ein bisschen aus, als ob er Rabona macht. Richtig gut. Also, aber ist tatsächlich mit links. Und dann macht der Amma wieder rein. Also ist das Tor Nummer I. Und ja, jetzt kommen wir auch gleich schon zum letzten Tor. Und das ist der Sebo mit diesem Freischuss hier gegen Neunkirchen-Seelscheid und auch richtig gut gemacht. Und damit in den Winkel gehämmert. Ja, und damit sind wir am Ende. Ihr könnt jetzt kommentieren, welches ihr am schönsten findet, welches Tor, den Buchstaben und dann den Namen dahinter. Könnt ihr auch gerne schreiben und warum. Und dann lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, abonniert unseren Kanal für mehr und folgt uns auf Social Media. Wird uns mega freuen. Und wenn ihr das Schuhpaket, das Überraschungsschuhpaket gewinnen wollt, dann kommentiert doch einfach und wir werden einen von euch anschreiben. Ja, und ihr müsst halt Abonnent vom Kanal sein. Deswegen wieder an alle YouTube-Zuschauer hier, ihr könnt den Kanal abonnieren, um teilzunehmen. Und wir überlegen uns da so ein Pokälchen, Pokal, so einen kleinen, so für den Torschützen oder so. Und oder ihr habt eine bessere Idee. Ja, oder ihr habt eine bessere Idee, könnt ihr kommentieren, aber so ein Pokal gibt es ja so meistens, so einen Orden. Ja. Irgendwie sowas werden wir auf die Reihe stellen, Freunde. Vielen Dank für euren Support. Wir hoffen, das Video hat euch gefallen. Lasst einen Daumen hoch da, Kommentar schreiben. Bis zum nächsten Mal. Ciao.